Ja, Bruder. Bewegungsfreiheit, Maximalausschlag nach oben, Maximalausschlag nach unten. Wir gucken auf die gegenüberliegende Seite. Ja, auch das Querruder bewegt sich entgegengesetzt. Wenn das nach unten ausgeschlagen ist, ist das nach oben ausgeschlagen. Und wir gucken, ob das vernünftig befestigt ist. Dazu gucken wir hier auf diese Schöne. Hier haben wir den Randbogen. Gucken wir, kleine Beschädigungen. Anrisse oder sowas, ne? Was schon mal sein kann, dass ein Stein aufgewirbelt wird und hier eine Macke reinhaut. Das muss dann sauber ausgefeilt werden, dass keine scharfen Kanten entstehen. Spinner, hier dieses Teil, das verschraubt, Haube, das sind diese Schrauben, diese Schnellverschlüsse. Die Haube wird abgemacht jedes Mal, wenn man an den Motor ran muss. Daher kann das schon mal sein, dass da irgendwie ein Schnellverschluss nicht richtig zu ist und aber richtig fest. Weiter geht's in der Liste. Vergaser, Luftfilter auch verstopfen. Vergaser, Luftfilter ist frei. Bugradfederbein und Bugradreifen auf richtigen Druck. Das ist hier ein Federbein. Und wenn ich dran ziehe, dann federt das ein. Das hat eine Stickstofffüllung. Aber sonst kann man hier auch noch eine Klappe aufmachen, dass man auch noch besser die weißen Kanten sehen kann. Und dann kann man hier eine Rutschmarke auf der Felge kommt und gegenüber die Farbe auf dem Reifen. Das ist in Ordnung. Also der Reifen hat sich gegenüber der Felge nicht verstanden. Öffnung des statischen Drucksystems auf Verstopfung prüfen. Hier ist die Öffnung für das statische Drucksystem an der Flugzeugseite. Und das Loch ist frei, kein Insekt drin. Hauptradreifen auf richtigen Druck prüfen. Das hatten wir schon. Nee, gerne. Achso, weil wir einmal rumgehen. Das ja, besser. Alles klar. Weiter geht's. Pitot-Rohr-Abdeckung entfernen. Ist nicht dran. Und Pitot-Rohr-Öffnung auf Verstopfung. Hier vorne ist frei. Druckausgleichsöffnung für Überziehbahnen auf Verstopfung prüfen. Hier ist frei. Entlüftungsöffnung des Kraftstofftanks auf Verstopfung prüfen. Hier Entlüftung für den Kraftstofftank ist frei. Wenn verstopft wäre, könnte keine Luft rein und dann auch kein Kraftstoff raus. Linkes Querruder. Ein Randbogen, Navigationsleuchte, Teil, Scharnier in Ordnung, Verbindungsstange in Ordnung. Landeklappen auf sicheren Anschluss prüfen. Landeklappe fest. Gepäckraumtür abschließen. Gepäckraumtür so, Landeklappen einfach. Gepäckraumtür verschlossen, Flugzeugdokumente an Bord, Türen verriegelt, Sitze hier vorne einmal so geruckelt, eingerastet, Gurte fest, vorne wie hinten. Dann Comnav, Transponder, alles aus, Elektrikschalter, alles aus, einspritzen. Also jetzt Kraftstoff direkt in den Motor eingespritzt. Hauptschalter ein, Drehwarnlicht ein, Vergaservorwärmung kalt, Gas 6 mm, Gemisch reich, Trimmung auf Start, Brandhahn, beide Tanks angeschlossen, Propellerbereich frei, Heckbereich frei und starten. Öldruck vorhanden. Drehzahl etwa 1000 Umdrehungen. High Voltage, die Lampe ist aus. Funkgerät ein. Transponder standby. Kurs Ost, das Ganze auf den Kurskreisel übertragen.
Alpha Victor Yankee Yankee, moin moin. So, alles klar? Alles klar. Moin moin. Alarm bei 63. 60. 55. 55.
Einstellung. 50. 48. 45. 41, 40. 38. Jetzt 100.
20. Jetzt. 109. 20.
klar. Dann muss ich hier ganz schön drücken. Aber ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Sieht gut aus. Okay. Gewinnt 07019, maximal 2,8 Knoten, Landung frei, kurz für Landung. Mike über Charlie zurück zur Halle. Delta Yankee Mike über Charlie zur Halle.